hab mir ein Haus gekauft in wunderschöner Lage. Das war ein super Schnäppchen, das ist gar keine Frage. Komplett saniert mit Garten für 5200. Ich fand das ziemlich günstig und ich hab mich noch gewundert. Der Makler sagte, dieser Preis liegt an der Nachbarschaft, denn die ist für den Grundstückswert nicht ganz so vorteilhaft. Und er sprach noch keine Angst, das Haus ist echt perfekt. Doch dabei wirkte er auf mich leicht panisch und verschreckt. Kaum hatte ich das Geld bezahlt, ist er davon gerannt. Er gab mir zum Abschied noch nicht einmal die Hand. Erst als ich ganz weit weg war, konnte ich hören, wie er schrie: Das Glück ist mit den Doofen, der Herr behüte sie. Ich hab mir nichts dabei gedacht und ging erstmal ins Haus. Ich dachte nur, mit so einem Job flippt man halt schon mal aus. Aber kurze Zeit, nachdem ich eingezogen war, wurde mir die Problematik ziemlich deutlich klar. Ich glaub, mein Nachbar ist ein Zombie. Mein Nachbar ist ein Zombie. Er ist ein untotes und seelenloses Wesen. Ich hab davon mal irgendwo gelesen. Mein Nachbar ist ein Zombie. Als ich ihn gestern Mittag sah, hab ich mich echt erschreckt. Die Haare waren blutverschmiert, die Arme ausgestreckt. Sein Mund war weit geöffnet, die Augen völlig weiß. So lief er auf der Straße rum die ganze Zeit im Kreis. Plötzlich wurde er von einem LKW erfasst und prallte auch noch mit dem Kopf gegen einen Ast. Ich wollte nach ihm schauen, doch er stand im Nu, schon wieder auf den Beinen und winkte mir nur zu. Ich glaub, mein Nachbar ist ein Zombie. Mein Nachbar ist ein Zombie. Er ist ein untotes und seelenloses Wesen. Ich hab davon mal irgendwo gelesen. Mein Nachbar ist ein Zombie. Vorgestern beim Bäcker, da kauft er ein Pfund Brot. Doch auch da bewirkt er so willenlos und untot. Ich glaub, im Grunde kleidet er sich modisch ziemlich gut. Doch dummerweise ist er immer so verschmiert mit Blut. Ich glaub, mein Nachbar ist ein Zombie. Mein Nachbar ist ein Zombie. Er ist ein untotes und seelenloses Wesen. Ich hab davon mal irgendwo gelesen. Mein Nachbar ist ein Zombie. Schnell wegziehen, doch ich hab mich dran gewöhnt und hab mich mit der Lage hier komplett versöhnt. Der Typ ist das, was man in Deutschland den perfekten Nachbarn nennt. Hat keinen Hund und keine Kinder und spielt kein Instrument. Ich glaub, mein Nachbar ist ein Zombie, doch ich mach jetzt deswegen keinen Tanz. Denn ich finde, auch als Zombie verdient mein Nachbar meine Toleranz. Ich glaub, mein Nachbar ist ein Zombie. Mein Nachbar ist ein Zombie. Ich glaub, mein Nachbar ist ein Zombie. Mein Nachbar ist ein Zombie. Ich glaub, mein Nachbar ist ein Zombie. Mein Nachbar ist ein Zombie. Ich glaub, mein Nachbar ist ein Zombie.